Amazon Games und Smilegate RPG haben das entwickelt. Tripod Studios war auch dabei. Und es geht los mit Epilepsieanfällen. Warnung, bitte Pause machen, wenn ihr umkippt. Und es geht um nett sein zu anderen hier. Und dann sind wir hier bei Lost Ark. Alle Server sind ausgelastet. Ich kann überall Charaktere erstellen und habe jetzt das Problem, dass meine Kollegen auf Slen sind und ich sehe die nicht wieder da sein. Und da will ich jetzt mal beitreten, hoffe ich. Bitte warte einen Moment. Da bin ich mal gespannt, wie lange ich warten darf, bis ich bei Lost Ark den Charakter erstellen kann. Wenn es länger dauert, mache ich eine Überblendung oder so. Aber erstmal sieht's okay aus. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie lange die Möwen bei uns bleiben. Aber schön, dass alle Server ausgelastet sind. Ich doch nur eine Bulette hätte, ich würde dir da ein Haus draus bauen. Wenn ich jetzt eine Bulette hätte, das fände ich gut. Wenn ich jetzt eine Bulette hätte, ich würde sie mit dir teilen. Wenn ich doch nur eine Bulette hätte, das fände ich knorkel. Und dann geht's los. Ich darf mir endlich eine Klasse aussuchen. Krieger verfügen über Nahkampf. Mit. Ja, das klingt schon mal gut. Magierin ist nicht mein. Schön, dass meine Kamera da drüber ist. Magierin weiß ich jetzt schon, ist nicht meins. Aber sie ist hübsch. Kampfkünstler. Kampfkünstler sind Meister des Faustkampfs und sind stolz auf ihre schnellen und mächtigen Kampftechniken. Könnte auch was werden. Kanonier! Nutzt Feuerwaffen. Kanonierin ist weiblich und Assassine. Ich glaube, ich nehme den Krieger. Und primär seine. Werde mich aber anpassen. Sieht mir ja total ähnlich. Outfit. Okay, ja. Superkrieger. Ja, das ist schon eher, ja. Bleib mal im leeren und neutralen Bereich. Dann gucke ich mal, was ich mir hier Voreinstellungen machen kann. Habe ich hier einen langhaarigen Bombenleger? Nee. Mal dran? Ja. Nee. Nee. Mit Haarreif. Okay.
Nimm ich den da. Kommt etwa hin. Gesicht hat er auch. Den da. Ja, passt. Passt. Ich kann hier echt Falten reinziehen. Dann hätte ich aber gerne einen. Ups. Ja, dann mit dem. So ein bisschen ungesund, ja. Nehme ich so und das lassen wir mal. Und es wird mein Lieblingsname, Illyarit. Ja, ich darf den Namen noch haben. So, dann sind wir hier im Startmenü. Ich habe meinen ersten Charakter erstellt. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin froh, dass ich aufnehme. Und ab dafür. Ich will jetzt wissen, was los ist. Ich kann meine Steuerung später ändern. Angriff mit Rechtsklick klingt schon mal gut. Bewegen links. Rechtsklick angreifen, Querztastatur und. Das müsste RW sein, danke. Quer und Asdiv. Interagieren ist G. Aufstehen, Angriff und automatisch bewegen. Okay. Standard. Okay. Falls jemand epileptische Anfälle kriegen sollte, ich würde sagen, geht zum Arzt. Würde ich, glaube ich, jedem sagen. Epileptische Anfälle kriegt man nicht. Trixion, und ich bin gespannt, wie das Spiel wird, ob es mir gefällt. König Dutera reiste mit Hilfe von Lazenit nach Trixion und traf dort Beatrix. Okay, Beatrix. Hauptsache, es ist nicht die Beatrice, die ich gerade im Kopf habe, weil das Bild will ich loswerden. Ja, mein Name ist Kruskelz, ich spiele gern und bin gespannt, was hier passiert. Das Land des Frostes. Alles in Shushire war gefroren durch die Macht von Sirius. Und da würde ich schon mal ein Gefängnis wollen. Aus Eis, um die Flammendämonen zu binden. Doch im Eis begannen sich Risse zu bilden. Fürst Sirius befahl uns, den Frostkrieger zu finden, um gegen die zurückkehrenden Dämonen zu kämpfen. Wir haben dich gefunden. Den Helden der Arena. Du hast dich in diesem Kolosseum aus Schmerz und Tod bewiesen. Ja, wir schwimmen. Nur du hattest die Kraft, Shushire vor dem Chaos zu retten. Wieder erwacht, verstärkten die Dämonen bald ihre Truppen mit den Toten. Man musste sie aufhalten. Ich habe meine Rache 1000 Jahre geplant, nur um zerstört zu werden von diesem kleinen... Du hast all unsere Erwartungen übertroffen. Aber unserer Welt droht noch eine größere Gefahr. Folge dem Pfad des Lichts. Nutze deine Stärke und vertreibe die Dunkelheit aus dieser Welt. Das war mein Plan, ja. Oh, guten Tag. Sei gegrüßt. Das Schicksal hat euch hierher geführt. Okay. Nicht einmal drin.
Willkommen am Rand der Welt. Trixion. Was, hier jetzt schon? Oh, Wasser. Folge nun dem Pfad des Lichts. Ja, drücke Taste, um dich zu bewegen. Die Mächte des Chaos sind erneut auf dem Vormarsch. Ja, kenne ich. Die Archen haben einst die Welt vor den Dämonen gerettet. Wir brauchen sie erneut. Ja. Versuch, den Folianten der Prophezeiung zu öffnen. Er wird den Weg weisen, den dein Schicksal für dich bereithält. Geh hin und drücke G. Wähle deine fortgeschrittene Klasse. Berserker, setz mächtige Großschwerter als Waffe ein. Pistolenlanzer, setz Schilde und Gewehrlanzen zum Bombardieren ein. Paladin führt ein gesegnetes Schwert. Da sehe ich mich. Ja, danke. Wähle deinen Zornzeichen aus. Wer ist der Modus? Klassentester. Ja. Yay! Drücke C oder rechts. Oh. Jetzt wollte ich gerade VSD nutzen. R. Jupp. A. Das ist normal. Okay. Kann ich das erst? Nice. Okay, die brauchen länger. Das Angreifen mit Gegner 40 Zeit halt aus, bis ich den Berserker-Modus aktiviert habe. Okay, wie sieht denn was aus? Okay, so sieht denn was aus. Okay, ja. Test beenden. Jupp. Nimm hier mit. Gut, folge dem Licht. Bestimme dein Schicksal selbst. Das ist jetzt mein Schicksal. War eigentlich nicht noch eine Intro-Mission, bevor wir herkommen?
Egal. Sprich mit dem NSC. Nicht spielbaren Charakter. Möge Regulus deinen gewählten Pfad segnen. Wer ist Regulus? Ja, Quest. Aber verzeih nicht, mein Kind, die Zukunft ist nicht entschieden. Nur in deinem Schicksal. Machst du dich jetzt weg? Oder mache ich mich weg? Du wirst jetzt deine ersten Schritte auf der Suche nach der Arche tun. Ja, die verlorene Arche. Arkesias Zukunft liegt in deinen Händen. Die verlorene Arche. Das Licht der Welt darf nicht dem Chaos anheimfallen. Warum nicht? Chaos ist schön. Ah, hallo. Geht ihm einer ab, oder? Die Säule des Lichts. Wir sollten lieber weiter. Hä? Gehen? Wohin? Alte Freunde treffen. Nach 500 Jahren des Wartens. Du bist nach 500 Jahren nicht größer geworden. Ruf uns die Sterne des Schicksals. Gut, Yoda, Sterne ne? des... des was? Komm wieder zurück, du alter Kauz! Der sieht aus wie 12, komm. Vergessenes Land, Ruhr. Ist eine vergessene alte, uralte Stadt. Ja, sieht schon mal schön aus. Die Sachen gefallen mir. Jetzt muss ich nur damit klarkommen, wie man das spielt. Rechte Maustaste zum Gehen, rechte Maustaste zum Angreifen, linke Maustaste zum Gehen, QWA quer und ASDIF zum Linksbumsen, angreifen, C zum Kriegen an, T zum Dauerlaufen und Y-Berserker-Modus. Aber jetzt sind wir erstmal hier. Beeilt euch, ihr Anfänger! Wir sind hier! Ja, ich sehe scheiße aus. Quest erfüllt. Nächster Stopp, Truhe! Das vergessene Land! Das sieht ein bisschen aus wie der Vorspann. Also, das Ladeding von Lost Ark. Ein Spiel von Amazon Games und Dingsbums RPG. Aus Japan, wie man vielleicht gesehen hat. Dort ein Riesenrenner, jetzt von Amazon nach dort Europa geholt und den Rest der Welt. Und natürlich habe ich jetzt was im Auge. Jetzt habe ich nicht gelesen, was da steht. Ich glaube, ich muss... Bring deine Sachen! Ride Home kommt gleich, also steig bitte noch nicht aus. Oh, verstehe. Wir heben ab, sobald sie ausgestiegen Nun sind. Nun gut, dann mal los. Endlich bist du hier. Kann man hier irgendwie die Karte weiterziehen, oder? Das fängt ja gut an. So, ich komme an Land, ich muss hey, mit... Hey du, komm mal für eine Sekunde her. Mambo Nummer 5 sprechen, die anderen 4 waren beschwerliche Reise, was? Ja, toll, beschwerliche Reise, ja. Beschwerliche Reise, was? Und weißt du, weißt ja, Matrosen sind nicht gerade die angenehmsten Zeitgenossen. Nun, Hauptsache du bist ein Stück hier angekommen. Dann ist es wohl Zeit, dass du das Land erforscht, was? Aber sei vorsichtig, die Landratten können jederzeit ein Messer ins Kreuz rammen. Ja. Du magst. Du sagst, du kommst von einem kalten Ort. Das muss es sein, du hast die ganze hübsche Waffe. Ich kriege die kannst du nicht angehoben. Hier für dich, das sind die Vorräte der Truhe, Abenteuerteam. Ich weiß nicht, wie gefährlich diese Mission sein soll, aber ich habe gehört, dass der Kunde ziemlich viel Geld springen lässt für dieses Abenteuer. Dazu gehört eine Spezialwaffe, die speziell von Schmieden in Uma gefertigt wurde. Sieh sie dir mal an. Du wirst es noch früh genug brauchen. Ausrüstung legst du aus deinem Inventar an. Ja. Dann könnte ich die mal hier.
Wo ist die Gegenstände aus? Oh, schreit das Abenteuer aus. Ja, nimm. Öffnen. Ziehen. Oh, nee, das war Angriff. Okay, was sieht hier aus wie mein Charakter? So, das habe ich gesucht. Schwert habe ich bestimmt hier. Gut. Das geht ja schon mal schwierig los. Ich mag dich. Du hast den richtigen Blick für diese Aufgabe. Ja, schön. Man braucht einen brauchbaren, man kann einen brauchbaren Abenteurer und jemanden, der nur so tut, als ob, an den Augen erkennen. Und im vergessenen Land sind brauchbare Leute in letzter Zeit Mangelware. Eigentlich ist dieses Team hier gar nicht so schlecht. Das heißt, die Auszahlung des Schatzes gewaltig sein muss. Weißt du irgendwas darüber? Was meinst denn du? Serka hat mich über den kompletten Deal informiert. Sieht so aus, als hätte der Priester Sakya uns eine stattliche Belohnung ausgeschrieben, wenn man ihnen dabei hilft, einen verborgenen Schatz in Truhe zu finden. Ein Schatz in Truhe? Komm, mach nicht solche Schlag. Ja. Vor einiger Zeit wurde in diesem Ort ein Kampf ausgetragen. Die örtlichen Behörden haben die Ortschaft aus Sicherheitsgründen abriegeln lassen, aber ich schätze, sie ist jetzt wieder geöffnet. Ich nehme immer an, dass infolge des Krieges alles Wertvolle zerstört worden wäre. Bei all diesen Kämpfen frage ich mich, ob wir nicht in eine Falle geraten. Moment, was war das? Wow! Seht ihn euch an! Hilf mir, Abenteurer! Hier? Wie muss ich denen jetzt helfen? Morpheus! Kannst du mir ein wenig Wasser bringen? Was leuchtet da? Achso, das war das Wasser.